Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Elodin zu einem neuen Part, Miitopia, mit dem Zwergenfürst. Heute vielleicht ein bisschen ruhiger, weil ja, es ist nach 22 Uhr und die Nachbarn, ja, die sind nicht ganz so nice drauf zu sprechen. 22 Uhr nachts Ruhe und so weiter. Ja, normal Level 29, der Forscher Gleido möchte etwas von uns. Ja, zu dem leise sprechen. Ja, ich schreie sowieso nie rum, oder? Tue ich sowieso nicht, deshalb, ja. Was soll's? Vielleicht ist das meine große Chance. Endlich kann ich einmal eine seltene Delikatesse in die Finger kriegen. Alle werden mich verehren und stundenlang für ein bisschen anstehen. Ich wäre sehr beschäftigt, aber egal. Ich wäre berühmt. Ah, du schon wieder. Ich bin es, Gleido. Wie geht's dir denn so? Pass auf, ich werde dir ein Geheimnis verraten. Der Elfenwald im Elfenreich ist dir sicher bekannt, oder? Dort wurde neulich eine seltsame Kreatur gesichtet. Sie glänzte ganz rot, sagt man. Und sie behütet angeblich eine seltene Delikatesse. Weißt du, ist dieser Elfenreich vielleicht eine Reise wert? Quest von Gleido, besiege das seltene Monster. Man sagt, der Elfenwald sei ein Aufenthaltsort. Sei sein Aufenthaltsort. Okay, ich muss leider erstmal ablehnen, weil da scheint nicht die Quest zu sein, nach der ich suche. Ich suche nämlich nach dem Ort von dem nächsten, von der nächsten Klasse. Wir haben noch zwei Klassen, also die Vampirklasse und meiner Meinung nach eine Elfenklasse freizuschalten und ja, die könnte unter Umständen im Elfenreich sein, aber ich vermute sie woanders. So, deren Quest haben wir im letzten Part freigeschaltet und bestanden. Mein Terminkalender ist wieder so voll. Da ist wohl ein Wörtchen mit meinem Manager fällig. Nun China zum Termin hinzufügen. Hä, was? Okay. Und China hat sich dem Team angeschlossen. Wes? Habe ich jetzt eine Quest angenommen? Okay. Ja. Habe ich den Lucina jetzt in meinem Team oder was? Von mir aus. Hier wollte ich aber eigentlich hin. Die Meereshöhle. Das ist eine Höhle auf Isla Galapa. So rechts geht da, links da noch weiter. Man konnte nicht nur den Quest machen, sondern auch noch ein bisschen weiter schreiten. Und ich vermute, dass es hier dann auch noch die entsprechende Klasse gibt. Wurde mir zum Beispiel vom Internet geflüstert. Oh, unser Schwarzloch, das wollen wir mal ausprobieren. Ja, das ist die neue Attacke, die ich im Offscreen-Training gelernt habe. Ja, ich mache auch ein bisschen Offscreen-Training. Machte Offscreen-Training. Weil ja, jetzt sind alle Sachen Ultralaser gelernt. Es sind alle Sachen erfüllt. Alle goldenen Fahnen sind geschafft. Habe ich geschafft, endlich im Offscreen-Training. Ist auch jetzt nicht mehr nötig, das Offscreen-Training, deshalb, ja. Ich hoffe auch, dass wir in diesem Part jetzt hier die letzte Klasse finden werden und, ja. Das Internet sagt ja immer die Wahrheit, wie wir alle wissen. Und, ja, deshalb wird vermutlich hier die erwartete Klasse bleiben. Und ihr habt schon gesehen, 1989 haben wir hier schon Leute gerettet. 1989 Leute. Wir haben bald die 2000 erreicht. Vielleicht noch in diesem Part. Mal sehen. Das können wir hier ordentlich feiern. Wachklatschen lernt. Verpasse einem gefallenen Freund eine Ohrfeige, die ihn fit macht. Ja. Kann man so gebrauchen, so ungefähr. In einem Kampf, in dieser Attacke. Du hast ein nettes Outfit, oder? Ein neues Auto, sagt er sich. Ach, ich kann um diese Uhrzeit nicht mehr lesen. Aber sonst eigentlich auch nicht. Also, ja, alles beim Alten.
Das steht echt gut. Hehehe, ich fühle mich auch ultra run. Das Kompliment kam gut an. Naja, ich würde eher sagen, dass das nicht so gut aussieht, aber von mir aus. Wenn das die Freundschaft ankurbelt, soll es schön sein. Von mir aus. Gute Bekannte, Krankenbesuch gelernt. Ja, ein neuer Freundschaftslevel bringt auch sehr viel. Da bin ich auch immer sehr froh drüber. Und da hätten wir einen neuen Kampf gegen einen blauen Exo A, einen blauen Exo B und einen Löwenschnecke. Ein Löwenschnecke, ist das eine Kreuzung zwischen Löwe und Schnecke? Wie soll denn das gehen? Ich habe mal automatischen Kampf eingestellt, aber was soll's. Vielleicht gar nicht so falsch. Muss nichts tun. Agiert Zwei von alleine. Muss ich nur moderieren und den Vorspulknopf drücken. Das macht mich immer bei Kämpfen und beim Laufen. Das macht das Ganze ein bisschen schneller. So, neue Erfahrungspunkte und neues Geld. Es geht doch nichts über einen schnellen Sprint. Wie viele Gegner hier auf einer Route sind. Ich glaub's gar nicht. Was ist dein? Setz eine Formel. Das hätte ich dir auch so eingesetzt. Und wir haben schon fast die 2000. Nicht mehr lange. Schon fast erreicht. Aber erstmal kommt ein Gasthaus. Und dann sehen wir weiter. Ein Special vom dunklen Horst, genau. Vom großen Horst erwarte ich mir da nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Tada! Evil Zwergi fühlt sich schon wieder besser. Jo, da haben wir ja nur China jetzt im Team. Da gucken wir mal, was wir mit der anfangen können. Beste Freunde, Level 20. Wieder erstarken gelernt. Was, ich und Donalds beste Freunde? Das halte ich aber für ein Gerücht. Gesell mich dann mal zu Lucina ins Zimmer, um die mal besser kennenzulernen. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Vielleicht verrät es mir eines Tages mal irgendjemand in den Kommentaren. Die hat aber auch kein schlechtes Level. Ich habe sie zwar jetzt nicht mitgenommen, aber Level 28 ist nicht übel. Dafür, dass ich sie gerade erst mitgenommen habe. Auf zum Gasthaus. Vielleicht kann ich ihr ja die neue Klasse geben, falls ich die hier finde. Na, die würde sich vielleicht anbieten. Ich muss mal den automatischen Kampf ausschalten. Das nervt. 1999. Ich bin schon 2 Jahre alt. Nee, ungefähr 2 Jahre alt. Voll Dampf voraus. Ich kann nicht ganz gut rechnen, aber... ja, dürfte hinhauen. So ungefähr. Plus minus 3 Jahre. Bei meinen Rechnungen muss man sowieso mal plus minus 3 Jahre machen. Ja. Was geht bei denen? Hauptsache, sie haben Spaß. Alles Paletti, ich auch. Was für ein Dialog. Das Paletti, ich auch. Nach oben heißt Atempause. Ich brauche eine Atempause. Unbedingt. Ich hatte auf der letzten Route so viel Monster. Das ist jetzt, braucht es mal eine Atempause. Unten wäre Monster gewesen, aber ja komm. Ein bisschen graben. Ich weiß nicht, inwiefern graben eine Ruhepause ist, aber sie gräbt ja nicht weiter. Also ja, insofern. Ich hoffe, die Kamera ist wieder gut eingestellt. Alle müde. Ja, ich auch müde. Das war ansteckend. Ich habe die Kamera gerade ein bisschen verruckelt. Ja, komm vor. Man sollte nicht so spät nachts aufnehmen. Ja. Ich mache es ja auch relativ selten. Ich mache es ja schon sehr, sehr selten. Fast nie. Oha, jetzt haben wir hier ein Zuckeruniform für Lucina. Nö, sie nicht. Schlichtweg nö. Ich wurde letztes Mal wieder gefragt, ob ich mit Kamera aufnehme oder mit Aufnahmeprogramm abfilme. Gegenfrage Nummer 1, sieht man das nicht? Gegenfrage Nummer 2, guckst du überhaupt meine Videos? Wenn du das fragst, ich erwähne das fast in jedem Part. Aber gut. Weiter im Text. Unglaublich. Ein einsamer Eingeborener auf einer unbekannten Insel. Hatten wir den nicht schon mal? Die Entdeckung wird mich reich machen. Nicht reichlich, sondern reich. Wo ist mein Notizblock?
Ach so, das bist ja wieder nur du. Wäre ja jetzt schön, wenn du nicht ganz so enttäuscht klingen würdest. Ich würde dir etwas erzählen. Ich muss dir etwas erzählen. Es gibt etwas Spannendes. Und was? Los, sag schon. Es gibt auf dieser Insel ein geheimnisvolles Tor. Und ich glaube, dass dahinter irgendwas liegt. Irgendetwas Wundersames. Ist ja irre. Ist bestimmt eine neue Klasse. Bergsumpf. Das Wort Berg gefällt mir. Als Zwergfürst. Aber das Wort Sumpf nicht so wirklich. Und die Musik, die gefällt mir. Hört euch die Musik an. Wenn die gerade nicht so. Hicks. Lass mal lieber bleiben, nicht erschrecken. Hicks. Und so hickst er bis an sein Lebensende. Ich liebe diese Musik, hört euch die an, die ist nice. Gibt's ja Zwerge oder was? Kommen wir in ein Gebiet, wo Zwerge leben, wo Zwerge hausen. Das wäre mal nice, das wäre eine nice Überraschung. Die würde ich gerne annehmen. In Miitopia, so eine Überraschung. Feen gab schon. Also, Elfen. 2000! Nice! Ich habe jetzt ein bisschen gebrüllt, ich muss ein bisschen leiser sein. Zwergi, Level 25, yay! Vampir bis gelernt. Infiziere einen Freund, damit er eventuell wiederbelebt wird. Eventuell. Ich werde auch immer lauter, wenn es dann so einen Erfolg gibt. Soll ich heute nicht werden? Meine Kamera ist gut genug. Die nimmt mich auch auf, wenn ich ein bisschen leiser bin. Denke ich zumindest. War bisher so. Ah, da ist das verlorene Tor hier. Das geheimnisvolle Tor war es, oder? Geheimnisvoll war es, oder? Verloren war es nicht. Och, die Musik gefällt mir. Zwergisch ist sie, glaube ich, nicht unbedingt, aber ja. Klingt eher irisch, so nach Kobold. Wäre ich auch stark für, einen Kobold hier zu finden. Schwarzes Loch. Zack. Ja, muss man nichts weiter dazu sagen. Ging sehr schnell. Die Attacke ist voll. Nice. Und ein Gasthaus. Da können wir mal pennen. Du hast Level 25 mit der Klasse Vampir erreicht. Woohoo. Du hast 2000 Leute gerettet. Die Macht des Hochs sagt nichts Außergewöhnliches. Sagt immer dasselbe wie sonst immer. HP-Steuer vergrößert. Ruhezone jetzt noch ruhiger. Ah. Ja, schade. Hätte man sich zumindest bei 2000 mal was einfallen können, aber... Aber da kennen wir ja auch schon von 1000 da erreicht. Da war ich ziemlich enttäuscht. Bei 1000 Leuten gerettet. Zu dir, Donald. Ich hab dich ja lieb. Denn weg mit diesem Schmutz. Das ist echt da. Tolle Arbeit. Ja, weiter geht's. Im Tor. Ich würde das Tor gerne begutachten. Oh, ich bin so verliebt in diese Musik. Musik. Da ist etwas im hohen Gras. Was mag das sein? Nachschauen. Ein Affe. Der Affe ließ ein halb aufgefutterter HP-Banane fallen und rannte davon. Das ist doch kein Problem für den Evil Zwergi. Der ist doch alles. Boah. Und weiter geht's. Dumm, die, auf. Ja. Ja, Musik, das könnte auch sein. Das klingt so ein bisschen. Ja. Ja, Piratenmusik. Oh, da bin ich auch ein Fan von. Kann ich mir auch anhören. Ist auch so mein Ding. Mein Intro ist so ein bisschen. Ich glaube, das ist ursprünglich Seefahrermusik. Das ist Piratenmusik. Passt aber auch zu Zwergen. Zwergenfürst passt sehr gut. Das ging schnell. Mega stark. Können wir weiter. Level 31 für Zwergi. So ein hohes Level schon. Das Let's Play ist aber auch schon bald vorbei. Okay, ich dachte gerade, die Musik spielt schon, weil wir schneller laufen. So. Geht's mir genauso. Was? Oh, Blackie wühlt ein bisschen im Schmutz.
Dann lass mal ein bisschen wühlen. Vielleicht findest du sogar mal was. Und gibst nicht immer nur aus. Immer sofort auf. Wie jetzt. Reschwitz. Na, weiter wühlen. Weiter graben. Noch ein bisschen. Alle schlafen schon. Oh, einen MP-Bahnmann gefunden. Wenigstens gibt sie nicht auf. Die dann im letzten Mal sofort aufgegeben hat. Das mag ich so gar nicht, wenn jemand sofort aufgibt. Es wird dunkel. Vom Gasthaus. Wette ich mit euch, dass das wieder direkt vom Gasthaus ist. Wir sollten eine Runde quatschen. Schlafen gehen. Es ist schon dunkel. Ich sollte auch langsam schlafen gehen. Wird Zeit. Und was denn dann? Sie hört in eine Stimme. Sie flüstert ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich höre gar nicht zu. Ich höre gar nicht zu. Wo ist mein Gesicht? Oh nein, oh nein, oh nein. Was daran geht, eine Freundschaft zu zerstören? Okay. Eine gruselige Geschichte bei Nacht. Ja gut. Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Und am nächsten Morgen waren sie unausgeschlafen und ganz müde. Und konnten nicht kämpfen, weil sie unausgeschlafen und müde waren. Und sagte ich auch schon unausgeschlafen? Hatte ich schon gesagt, dass sie unausgeschlafen waren? Und dann kam der Morgen. Und ich werde wahrscheinlich morgen auch unausgeschlafen und müde sein. Zum Glück ist morgen Sonntag. Da geht's weiter. Ich komme gleich um. Ich leiste hier nur meinen Beitrag. Juhu. Und da haben wir ein Popogel. Drei Popogel sogar. Popogel A, Popogel B, Popogel C. Ah, Zungendreher. Zungenverdreher, Zungenverknoter. Einmal schwarzes Loch einsetzen und schwupps sind sie weg. Zack. Nein, doch nicht weg. Oha. Das sind starke Popogels. Durch ein schwarzes Loch nicht weggesaugt werden. Sauber abgeräumt haben wir Hühnchencurry. Gibt's demnächst zu essen. Bin sowas von bereit. Das finde ich nicht so gut. Was? Findest nicht so gut, wenn sie bereit ist? Ha. Da bist du aber falsch in unserem Team. Plank Wurzel. Wenn du Bereitschaft nicht gut findest, dann bist du hier falsch. Gasthaus, sag ich doch. Gar nicht mehr. Hättest du auch noch nachts überlaufen können. Du, ja, kennen wir. Level 3, bekannte. Bau. Level 40. Nein, nicht 40, sondern 14, wollte ich sagen. Das wäre ein bisschen hoch. Ich schaue zu. Bin mal für eine Minute still. Ich bin saumüde. Freundschaft und so weiter wieder zusammen, alles in Ordnung wieder, Freundschaft, nice. Wir sind sowieso so flach, das Grenzen sind uns schon sowas von bekannt, verschlossen. Was passt da wohl nur in dieses Loch? Eine runde Platte, hier geht's vorerst nicht weiter, ach was, hätte ich jetzt nicht gedacht. Finden. So ein Juwel oder eine Platte. Vielleicht hier in dieser Höhle. Knapp einen Kilometer entfernt von dem. Du bist etwas verträumt, Evil Zweige. Findest du? Aber sicher. Du schläfst oft mitten im Kampf ein. Schlafen ist gesund. Es hat doch noch niemandem geschadet. Du hast wohl mitten im Kampf. Ja, das ist nicht so gut, mit dem Kampf einzuschlafen. Das. Und ich schlafe auch gleich mitten in der Let's Play-Aufnahme ein. Hat mal jemand einen Energy Drink für mich? Nee, Energy Drinks sind nicht so gut. Auch kurz vorm Schlafen nicht. Lass mal lieber bleiben. Ich zappel gleich so rum wie die, dann geht's mir wieder gut. Ich glaube eher nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Bekannte Level 5.
loben gelernt. Ja, hab halt noch nichts für morgen, deshalb muss ich jetzt aufnehmen. Hm, ja. Prioritäten setzen, Fergie. Wenn du halt lieber andere Sachen machst, musst du halt nachts aufnehmen. Schwarzes Loch. Da schluckt sie alle. Ich liebe diese Attacke. Nice. So ein Glück. Na, hoffentlich finden wir hinter diesem Tor die neue Klasse, die letzte Klasse. Was anderes würde mich nicht sehr auf. Wenn ich den Weg jetzt hier umsonst gemacht, dann würde ich heute nicht sehr gut schlafen können. Das finde ich nicht sehr toll. Hm, habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Punkt, 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 sagt sie. Ach, ich dachte nur so gerade, also Evil Zwergi, der ist schon echt cool. Wie bitte? Die scheint das irgendwie nicht gefallen zu haben, von Blackie als cool bezeichnet worden zu sein. Oh. Ich würde gerne von Blackie als cool bezeichnet werden. Ein Notfall. Und Annelie ist krank. Mal. Ich hoffe, ich habe es mit reingeschnitten. Ich konnte es mit reinschneiden. Wie heißt sie? Ich habe vergessen, wie sie heißt. Die Blauhaaren mit. Lucina, genau, Lucina hieß sie. Ich bin so schnell wie der Wind. Jede Menge Pumps. Ne, Plops sind das. Plop, 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 plop. Ah, plop, 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 plop. Ach komm, lassen wir's. Immer schwarzes Loch und dann hat es sich gekloppt. Was? Zwei haben überlebt. Also sechs. Okay, 2015. War die Jahreszahl oder was? Kriegen wir in diesem Part noch die Jahreszahl hin? Ich glaube ja. Dann wird noch. Mein Bauch kneift. Das könntest du recht haben. Es ist einfach seit dem ersten Part diese random Dialoge. Ich bin Topia bekannt und ja, irgendwie. Schön. Ich muss das Fazit bloß am Morgen aufnehmen, also nicht am Abend, weil sonst bin ich einfach nur von allem genervt und gebe dem Ganzen ein fieses Fazit und dann, ja, dann hat es dieses letztendlich verdient, also zu einer guten Zeit aufnehmen, wo ich auch gut drauf bin, und das dann kann ich auch eine neutrale Bewertung machen. Ich meine, jetzt so ein Part, da kann ich mal machen, wenn ich müde bin. Das ist jetzt nicht halb so, das ist jetzt nur halb so wild. Wenn ich da ein bisschen rumfluche und ein bisschen. Oh, Hamburger. Miam, miam. Ich habe aber keinen Hunger mehr, habe schon Abendbrot gegessen vor langer Zeit. Da gibt es erst Frühstück. Ich glaube, da ist etwas in meinen Taschen. Na dann, was hast du dann? Eine Spielbanane. Ach nee, hätte ich ja nicht erwartet. Und ein Brief von Sarah. Blacky, hey, ich habe dir eine Spielbanane in die Tasche gesteckt. Falls du sie nicht willst, wirf sie einfach weg, deine Sarah. Nein, bloß nicht wegwerfen. Hier wird nichts weggeworfen. Wegwerfen, auf keinen Fall, vielen Dank. Dadi, vielen Dank dafür, Sarah. Ich will das Juwel, das Scheibendingens, der Dankdoms Juwel da, die Platte, die ich da einsetzen kann. Warnung gelernt. Wir sind auch schon dicke Freunde. Blackie und ich. Boah, auf jeden. Nö, wir spielen noch ein bisschen weiter. Komm, das haltet ihr auch noch aus. Gemeinsam schaffen wir das. Es ist spät. Wir müssen alle ins Bett. Aber wir waren schon fünfmal im Bett während dieser Aufnahme. In jedem Gasthaus. Und na, wenn es hier mal nicht die Platte gibt. Ja, dann wäre ich ziemlich überrascht. Na komm, antike Platte. So, so was in der Art hatte ich erwartet. Was sollte sonst sein? Haben wir sie. War ja nicht zu schwer zu finden. Lassen. Auffindbar, dann setzen wir sie mal ein. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was passt denn da wohl in dieses Loch? Die Platte vielleicht? Ah, die Platte, die wir eingesammelt haben. Ach was. Die Platte passt. Juhu, was für ein Zufall, sie passt. Hurra. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Mhm.